Hey Herrschaften, willkommen zurück bei unserem komischen Sims in Willow Creek. Mima steht immer noch im Busch, weil es ihr da so gut gefällt. Mal sehen, ob sie irgendwen erschreckt, der vorbeikommt. Mima, willst du... Ja, okay, da kommt jemand. Oh, Tim Kreitz, das ist in Wirklichkeit ist das Mulder. Da, nein, da schaut jetzt er weg, wollte ich zeigen. Der lief auch im Livestream in Oasis Springs rum. Und Rutzen hat sich ihm von hinten genähert. Rutzen steht wohl auf die X-Akten. Ja, aber ja, habe ich auch lustige Screenshots von, fällt mir gerade ein. Die habe ich immer noch nicht bei Facebook hochgeladen. Na egal. Mima steht im Busch und eigentlich sogar hier schön unterm Baum. Aber den Baum sieht man erst, wenn man 10.000 Kilometer weit rauszoomt. Was auch immer Mima da macht. Oh, ich weiß was. Wahrscheinlich wollte sie mit einem NPC reden und hat den bis hierhin verfolgt, wo die Map aufhört und ist dann jetzt deshalb hier hängen geblieben. Vielleicht so könnte das, ja, wer weiß. Dann bleibt Mima eben da komisch stehen. Obwohl, Mima könnte eigentlich mal lieber ein Bild malen. Wir brauchen das Geld und gut gehen tut's ja auch. Da kannst du auch zurückkommen malen. Hör auf, Dings da zu machen, erstmal das verkaufen und dann malen wir ein selbstsicheres Gemälde. Bam, yeah. Und sie läuft sogar zurück, sie geht nicht. Sehr schön. Komm schnell, schnell. Aber pass auf, bei über die Straße gehen, nach links und rechts gucken, macht sie nicht. Egal. Ja, okay, Aro, was sind die eigentlich? Oh, Hanna ist ja da, na? Hanna, wie Han, was denn so? Hier, guck mal, Aro, sag doch mal was. Der, es geht ja nicht, das sehen wir da. Oh, wir haben wieder ein fliegendes Brettchen über Probleme. Ich meine, genau, A geht ziemlich nicht gut. Wenn sie schon da ist. Ich habe totalen Stress auf der Arbeit. Die wollen einen zweiten Mond aus mir machen, mich in die Erdumlaufbahn schießen. Das ist schrecklich. Vielleicht sollst du nicht so viel essen. Ja. Was ist mit dem Essen da? Nix. Naja, okay, A und Hannah kommen sich näher. Hannah redet über sie selbst. Und über das Essen. Oh, und vielleicht gefällt dir auch das Lama, was da draußen stehen haben. Die Islams haben da hier dieses. Da. Oder vielleicht dann. Die redet gerne über das Essen. Genau die richtige für Aare. Oh, sie gefällt ihm. Und jetzt, oh, vielleicht kocht er jetzt was für sie. Vielleicht gibt er ihr was ab. Und ja, Johanna geht nach Hause. Tschö, Johanna, macht gut. Oh, Level 6 der Kochfähigkeit. Verein, aber ja, schön. So, was mit Mima und ihrem Dings da? Was ist denn das? Oh, das Motiv kann ich auch noch nicht. Chimima, fein. So, pass auf, danach kannst du mal wieder den Agenten nerven. Und dann, solange es dir noch halbwegs gut geht, lassen wir uns noch ein Bild malen. Wir brauchen Geld. Und zwar. Wir machen ein klassisches. Großes. Man muss immer dann arbeiten. In 12 Stunden. Langsam kriegst du auch Hunger. Okay, dann ruft sie einen Agenten an, malt noch das Bild, dann kann sie was essen. Guten Appetit. Lala, was ist denn mit dir? Lala ist zu Hause nicht gefördert worden und steht in der Gegend rum. Und müde. Oh. Und stinkt. Ja, Sportlerin darf man schon mal stinken. Nickerchen? Nickerchen. Plump. Ja, ich glaube schon, Lala. Hat, oh, Agentengespräch. Na, kriegen wir was? Yeah! Was haben wir gekriegt? 200 Simoleons, verheilen, immerhin. Achso, und dann kannst du das gleich. Yeah, das sieht ja cool aus. Schick. Ist aber nicht. Ist kein Meisterwerk, also verkaufen wir es. Direkt. An Kunstgalerie verkaufen. Ach, hier, immer noch Mimas erstes Bild. Ihr erstes selbstgemaltes Bild. Trudi oder Dieter. Yes, please, befördert worden. Cool, yeah. Berufszweig für Plü-Porno wählen. Ja, also Komiker natürlich. Er ist zwar nicht witzig, aber er denkt, er wär's.
Ja, in Oasis Springs ist Ultra unser Musiker geworden. Also hier wird Plü, unser Entertainer wird Komiker. Sehr schön, Plü. Klasse, wir sind sehr stolz auf dich. Vielleicht erzählst du ja auch irgendwann mal was Witziges. Sehr schön, Plü. Fein, herzlichen Glückwunsch. Befördert zum Witzbold, das ist genau richtig. Fein, Plü. Oh, Plü findet es gar nicht witzig. Guck mal, schön hier, toll. So, was haben wir denn jetzt hier? So, insgesamt Stundenlohn von insgesamt 67 Simoleons. Yay! Nicht schlecht. Warte, wo ist er denn? Das ist gar nicht da. 67 Simoleons. Das heißt, Plü verdient jetzt. Warte mal. Ah, verdient immer noch am meisten. Oh, Plü hat Batzel überholt. Batzel ist jetzt schließlich bei den Menschen. Zwar knapp, aber trotzdem. Fein, Plü. Schön. Was macht er denn jetzt? Angespannt ins Bett gehen. Toll. Oh, seine Comedy-Fähigkeit müssen wir jetzt pushen. Kleiner Witzbold, du. Schön gemacht, Plü. Sehr gut. So, klasse. So, und Mima malt. Ha. Und müde wird sie dann auch, dann essen, schlafen gehen, dann sei es gut. Oh, ach je, Lala ist wieder wach. Guck dir das an, Lala hat es in ihre Badewanne geschafft, ja, und sie schläft ein. Mal sehen, ob sie, wenn sie danach muss, ob sie dann auf ihre Toilette geht oder wieder irgendwo ganz woanders hin. Oh, sogar ein Meisterwerk. Hey, fein. Es war dunkel hier, man sieht nicht viel, aber das ist ein schönes Motiv. Kenne ich schon das Bild. Ja, oh, 2000 und noch was wert. Das ist schön. Das sehen wir auf. Rahmen und ab ins Inventar. Zu wem ins Inventar? Ja, ins Inventar. Weil, wenn wir, also ich meine, notfalls verkaufen wir die auch alle, damit wir an Weihnachten genug Geld haben, dass sie sich das Wohnzimmer schön neu machen können. Also schön neu restauriert. Wir restaurieren die Villa ja. Wir bauen ja kein neues Haus. Ja, das verkaufen eigentlich. Toll, Mima, Meisterwerk. Mima ist Meisterwerk. So, und jetzt kannst du machen, was du willst. Oder vielleicht auch nicht. Wer geht da unten? Wer ist das? Stopp, aus. Wie ist das? Monika Förster, kein Mensch. Arisi ist wach. Ah, und finden ihre Toilette nicht schön. Guck mal, Arisi, da ist deine Toilette. Oh, was ist denn mit dem Garten? Garten pflegen. Was hat sie denn sonst für Bedürfnisse? Ach nee, lassen wir sie erstmal. Obwohl Gartenarbeit macht dir ja auch eigentlich Spaß. Nee, kannst erst machen, was du magst, Arisi. Garten kümmern wir uns später. Du hast auch immer noch dein langes, du hast immer noch frei, ja genau, noch 3 Tage. Oh, Mima ist ins Bett gegangen. Nichts mehr essen vorher, direkt ins Bett gegangen. Okay, ich glaube, hat schön gearbeitet heute. Ja, bald haben wir 40.000 zusammen fürs Wohnzimmer. Das Problem ist halt nur mal, dass Anfang jeder Woche ja immer wieder die blöde Rechnung kommt von fast. Was haben wir im Moment schon für dieses leere Haus? 10.000 Simoleons. Also müssen wir weiter fleißig sein. Das macht der Resi jetzt. Mein Sims Go spielen, ja, okay, darf sie. Wie ist denn sonst keine Mission? Also, Mima könnte befördert werden, die muss nichts mehr tun. Lala hat auch alles, muss nur Gegner studieren, auch im grünen Bereich. Weil Arisi ist ja auch alles gut, muss nur ein bisschen Essen machen. Dann hat sie ihre Tagesaufgabe. Are müsse fitnesserer werden, also fitter werden. Aber kann eigentlich auch erstmal da bleiben. Der verdient jetzt schon fast 100 Simoleons die Stunde. Das reicht erstmal. Ich möchte, dass sie alle ungefähr gleichmäßig befördert werden. Wenn einer so viel verdient und dann vielleicht mal entlassen wird oder irgendwie sowas, dass dann nicht so ein großes Einbruch, so ein großer Einbruch im Gelddings da, ne? Obwohl, vielleicht ist es eigentlich auch egal. Was ist denn die nächste Berufsstufe nach Spezialist für erdnahe Umlaufbahn? Was sind wir denn dann?
Ja, muss ich wohl irgendwann mal nachgucken. Unser Witzbold. Phil, du bist ja ein Witzbold. Okay, Arisi hat ja wahnsinnig lang geschlafen. Ja, sie will lieber Computer spielen als schlafen. Nee, jetzt doch lieber ferngucken. Oh Mann. Frauen, die ihre Stimmungsschwankungen. Jede Minute wollen sie was anderes machen. Ich hatte, wenn es unten vom Fernseher ist, fällt dir ein, dass du doch lieber wieder schlafen geht. Oh, ich bin so müde. Wo geht die denn lang, ey? Aus ihrem Zimmer außen rum in ein anderes Zimmer wieder rein? Und warum geht die denn nicht? Die Wegfindung der Sims ist unglaublich komisch. Tick und ferngucken. Nachrichten. Oh, bin ich müde. Das habe ich doch gesagt. Jetzt geht's gleich. Wir schlafen. Ich will aber unbedingt fernsehen. Ich bin gar nicht müde. Ja, und jetzt gehen wir wieder ins Bett. Mann, wenn sie wenigstens mal die Toiletten in Ordnung bringen würden. Lala ist wieder von ganz oben hier runtergegangen, um aufs Klo zu gehen, weil sie ihre eigenen Toiletten nicht findet. Alter, sein Simulator. Die Dementen wissen nicht, wo das Klo ist. Aber Hauptsache Handy-Games zocken auf dem Klo. Lala, du bist fertig. Runter da. Samso! So, und Arisi möchte doch lieber wieder ins Bett gehen. So? Nein, jetzt möchte sie lieber wieder... Ja, jetzt gucken wir doch lieber wieder fern. Yay! Ist das ein Schrott. Naja, ob ich mich hier aufrege oder nicht, nicht ändert leider gar nichts. Puh. Interessiert bei EA, glaube ich, niemanden. Ist das toll. So, und jetzt gucken wir wieder fern. Ja. Arisi, hier warst du eben schon mal. Dann hast du dich entschieden, wieder ins Bett zu gehen. Jetzt bist du wieder hier unten. Wahrscheinlich als nächstes will sie dann doch lieber wieder My Sims Go spielen. Ina? Epsa? Ja, ja, Epsa. Oh. Badish. Ja, Badish. So, und Batzel isst ein bisschen Spaghetti, weil er so Hunger hat. Oh, und er denkt an Plü. Schelmisch zu Plü sein. Irgendwer, aber ich hoffe, irgendwer gratuliert Plü noch. Oh, ach so, hier hat einer seine Spaghetti stehen lassen. Wer hat die denn? Das ist ja lustig. Oh, hat Are sich nicht was zu essen gemacht hier, als die Hanna da war? Ist das was? Ist das das von Are? Ja, von Are, tatsächlich. Es frisst Batzel, die Dinger. Und hier auch wieder dieses Licht, dieses komische Zittern. Also dieser 64-Bit-Patch ist der letzte Schrott. Naja, aber immerhin kann Batzel noch pupsen. Super. Die Fähigkeit haben sie nicht verloren. Aber ihre Toiletten finden sie nicht mehr. So, und da hinten geht Arisi bestimmt wieder ins Bett. Ja. Meine Güte, ist Arisi im Eimer. Oh, und sie denkt an Batzel. Wie süß, sie will Batzel gießen. Nehmen Batzel rum, Eimer. Und Batzel ist total glücklich. Hm. Wieso hat Lala... Lala ist doch gar nicht... Oh, achso, Lala hat hier oben grillt, deshalb ist ihre Kochfähigkeit gestiegen. Ich wollte nämlich schon sagen, die steht doch gar nicht in der Küche und kocht. Schaschlikspieße, Na, willst du jetzt ein Spießchen nehmen? Das ist auch so ein Mist hier. Hunger, Essen machen, Essen hinstellen, dann vergessen, was zu essen. Lala, du hast ja Essen gemacht, weil du Hunger hast. Jetzt ist doch was. Ja, Feinchen. Oh, Batze liest was. Zaubertricks leicht gemacht. Hoho. Vielleicht will er seine Pupse verschwinden lassen, obwohl die sind ja schon unsichtbar. Aber den Gestank vielleicht. So, Lala schafft es, wo... Oh, Lala will bei Batzel essen, das ist aber nett. Batzel Gesellschaft leisten. Toll, extra von ganz oben ist hier runter. Und Lala hat auch dieses komische Lichtflackern, haben alle... Obwohl Batzel jetzt nicht. Oh, es ist übergesprungen, jetzt hat Lala die Krankheit.
Und Lala stinkt ganz schön. Immer noch. Log-Unterhaltung mit Batzel plaudern. Ja, dann mal los. Ja, das sieht aus wie ein Geist. Mit dem grünen Nebel und diesem Lichtzittern. Poltergeist. Aber Batzel hat keine Angst vor ihr. Wahrscheinlich denkt er, ich muss nur einmal pupsen. Damit schlage ich jeden in die Flucht. Lala, der Poltergeist. Carmella Sniffer, du stinkst hier so, Lala. Oh, wie war's da angehört? Ja, 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 bin ich verachte mich. Ja, ja, bla, bla, bla. Was erzählt der dir da nur? Mit Batzel von neuer Show schwärmen, aha. Stimmt nicht von irgendeinem Auftritt von Plü. Beziehung gesellig, ja, schön. So. Immer dieses blöde Winken. Ja, geh dich mal waschen. So, ist schön. Und unglaublich, Arisi hat es tatsächlich in der Bett geschafft und sich auch entschieden, mal liegen zu bleiben. Sehr schön, Arisi. Das hat ja, wie viel Versuche hat das gebraucht? 3 Stück? Auf jeden Fall 3, glaube ich, von denen ich mitbekommen habe. Und Batzel macht was. In Foren provozieren. In Foren provozieren. Po, versteht ja Po. Hey, ja. Auch wenn Batzel pupst, dann provoziert er. Dann produziert er eine Provokation. Oh Gott, eine Provokation. Ja, sehr witzig. Ja, schneide ich alles raus. Ist die Kaffeemaschine kaputt? Die Kaffeemaschine ist kaputt. Ja, ist eben kaputt. Trinken sowieso zu viel Kaffee. Wenn noch mehr kaputt geht, rufen wir wieder eine Reparatur ein, dann kümmert er sich darum. Lala ist energiegeladen. Energiegeladen. Können. Ach ne, Gegner studieren. Die muss ja gar nicht. Lala muss ja keinen Sport mehr machen, fällt mir gerade auf. Hier, Gegner studieren ist ja nur am Computer sitzen. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Und Are muss aber immer noch weiter Sport. Ja, Fitnessfähigkeit. Der arme Are. Cool, Lala muss gar keinen Sport mehr machen. Also warte mal, wenn das Ding so gut geht. 3 Stunden bis zur Arbeit. Oh, Mama. Lass mal ihn vorher doch mal noch weiter Tagesaufgaben machen. Er muss doch sowieso seine komische App da weitermachen. Ne? Genau, weiter Handy-App programmieren. Mach das mal, Batzi. Fein, durch. Oh, die Anlage ist auch kaputt. Hurra. Ich könnte ja auch Batzel die Anlage und das Dings reparieren. Der muss sowieso besser werden im Reparieren. Ja, ja, das Barf. Ach, oder auch nicht. Erstmal muss er seinen Tagesdings da fertig kriegen. Na? Schmeckt's? Ich verstehe Spießchen. Oh nein, der muss unbedingt aufs Klo. Mal sehen, welches Klo er nimmt. Ja, er muss auch. Okay, also von hier, Stockwerk hier oben versucht er schon mal keins. Das heißt, da ist sein Klo. Vielleicht geht. Unglaublich, Are findet sein Klo von alleine. Yeah! Toll, Are. Sehr schön. Ach, aber es hat nicht funktioniert. Ach Mann, immer dieser Mist. Selbst wenn sie ihr Klo finden, dann passiert genau das, was gerade passiert. Es draufsetzen und dann funktioniert es nicht und sie suchen das nächste Klo. Aber sehr lustige Haltung, Haare. Sehr lustige Haltung, Haare. Oder auch sehr lustige Haltung, Haare, wie man es richtig sagen kann. Sieht sehr grazil aus. Aber es tut mir leid, es war schon richtig, das ist ein Klo und ich weiß auch nicht, warum es nicht funktioniert. Das wissen nur die Götter bei Maxis und EA.
So, ist schön. Fein. Oh. Lala liest ein Buch, obwohl es total müde ist, sollte vielleicht besser schlafen gehen. In 7 Stunden muss ich schon wieder arbeiten. Ich mache jetzt jedes Wort mit hin. Am Ende zieh so lange. Ja. Ja, Mima, essen. Oh, Mima, warum geht's dir? Gott. Haare, renn weg, ich bin gerade wieder. Ich will aber essen, ich will die Spießchen, verstehst du? Ja. Ja, Mima, du stinkst so, oh Mann. Na schön, machen wir hier Schluss für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.